Hi. Ich hoffe mal, dass ich mich nicht überschlagen muss mit der Stimme, nicht schreien muss, weil ein Wind doch ein bisschen geht, aber ich kann mich nicht an die windigen Stellen stellen, weil hier die Aufschriften von der Grabstein zu sehen sind. Und Grabstein heißt, ich bin wieder auf dem Friedhof. Gut, das letzte Video habe ich gemacht, wo hier noch Schnee lag, ein bisschen Eis, ein bisschen Schnee. Und wie immer, wenn ich sage, ich möchte keine Leute belästigen, ich möchte auch keine Autos sehen am Friedhof, weil mich das auch belästigt. Und wenn ich mir jetzt hier eine anquatscht, ich sage, warum redest du mich an? Wieso quatschen sie mich voll? Ich möchte nicht gestört werden beim Video machen. Ich habe heute Tim Kellner wieder aufgemacht, den ich sehr verehre und schätze auf YouTube. Was stand da drüber? Jemand, ich lasse meinen Namen weg, verwahrt sich dagegen, dass da die Kinder gequält werden. Das lasse ich erstmal so stehen. Ich habe einen Sohn, der ist über 20. Ich schätze mal, der mag auch keine Masken, obwohl diese Maskensache ja freiwillig sein sollte. So wie sich jemand bedankt hat, bedankt sich jemand für die freiwillige Tragerei der Masken. Ich habe die nicht freiwillig getragen und ich trage die nicht freiwillig. Ich habe die gekauft, weil ich musste. Ich habe versucht, mich zusammenzuhäkeln, zu basteln. Ich lasse mir welche besorgen, wenn es Not tut. Wenn Anordnungen zu Gesetzen werden, dass du gar keine Wahl mehr hast, da steht Pflicht. Überall, wo die Läden sind, steht Maskentragepflicht oder Maskenpflicht. Da steht nichts, tragen Sie freiwillig eine Maske, stimmt einfach nicht. Und wenn Kinder gequält werden, ich sag mal, das stimmt nicht nur, wenn sie körperlich gezüchtigt werden mit Schlägen und Tritten und hast du nicht gesehen, sondern sie werden auch dann gequält, wenn sie sehen, Mutti, Vati tragen eine Maske. In der Öffentlichkeit, wenn du eine Maske trägst, muss ich Angst haben. Nee, du musst keine Angst haben. Du kannst das in deinem kindlichen Gemüt versuchen nachzuspielen, indem du jetzt versuchst, Arztspiele zu spielen. Der Arzt trägt auch eine Maske, ist also harmlos. Das, was der Arzt macht, ist harmlos. Aber er muss ja die Leute behandeln, die eine Maske tragen. Wenn du selber Arzt werden möchtest, musst du jetzt schon damit klarkommen, später musst du eine Maske tragen. Aber wenn diese Realität draußen vor der Tür schon damit anfängt, dass du auf Wegen umher spazierst, wie Friedhof, und du siehst Leute mit Maske, überlegst du, habe ich das letzte nicht mitbekommen, heißt es jetzt auf dem Wegen vom Friedhof auch schon Maske? Ich habe die letzte Info so verstanden, okay, ich stelle mir mal vor, ja, könnte auch noch vorkommen, dass man dem Friedhof auferlegt, Besucher auf dem Wegen nur noch mit Maske. Und öffentlicher Platz, Maske musst du tragen. Vorsichtshalber stecke ich mir eine Maske ein. Noch nicht mit Maskenpflicht. Ich weiß hier, was noch kommt. Und wenn dieser Mensch oben irgendwo erzählt, verwahrt sich dagegen, dass über ihn erzählt wird, Kinder zu quälen, dann hat dieser Mensch entweder keine Kinder oder hat keine Ahnung von Kindern, hat keine Angst, welche mehr zu kriegen und kann sich nicht in die Ängste von Eltern einfühlen. Die Eltern bleiben zu Hause, müssen Lehrer spielen und nicht alle Eltern sind schlau und tüchtig und lieben die Kinder so, dass ich mich bemühe. Ich muss den Kindern was auf den Weg geben. Und wenn es heißt, du setz dich jetzt hier hin und versuch eine Lösung zu finden, frag hier keinen, sondern befrag Google, befrag das Internet. Aber lass mich kontrollieren, könnte richtig sein, könnte falsch sein und Kinder dürfen Fehler machen. Aber oben, wo ganz wichtig ist, sollte so eine Fehler nicht nach außen dringen. Fehler heißt, da wurde Quatsch erzählt, die Kinder werden gequält, das ganze Volk wird gequält. Mit diesem Maskentragepflicht, es war niemals freiwillig und das müsste jemand wissen, wo jetzt mir der Name zwar einfällt, aber ich mag den Namen nicht sagen, es ist unwichtig, wie der Mensch heißt. Gut, bedanke mich für Zuhören, mir fehlen einfach bloß die Worte, ich muss hierher gehen. Die Tränen der Wut kommen einem in die Augen, du weißt nicht, was du sagen sollst. Ich habe nicht die Brillanz von Tim Kellner. Ich sage mal mit Tim Kellner, ich hoffe mal, wir gehen nicht unter. Reicht, wenn Titanic untergegangen ist, das deutsche Volk sollte nicht untergehen. Oh, weil er jetzt eben rechts ist, es war nicht recht, ich bin selbst Deutscher und ich möchte jetzt hier nicht an irgendwelchen Sachen sterben, wo ich nicht weiß warum. Mit oder an Corona ist mir völlig egal, Bestatter wird Bescheid wissen. Nee, der weiß auch nicht Bescheid. Er guckt auf den Totenschein, Herzinfarkt. Nee, sollte draufstehen, es steht drauf an Corona. In Wirklichkeit stimmt das gar nicht. An Corona, mit an Corona. Das ist dann gelogen oder nicht gelogen, keiner weiß warum. Aber es stimmt einfach nicht, dass letztes Jahr zu viel gestorben wurde. Es sagen bestimmte Zahlen aus, es stimmt nicht. Warum wird uns das erzählt, damit wir Angst kriegen, damit wir Panik schieben?
damit wir nicht mehr irgendwo hinfahren können, keine Reise mehr machen können. Ich lasse mich nicht impfen, unter Zwang vielleicht, ja mal gucken. Aber die Leute, die ich gefragt habe, lassen sich nicht impfen und die wissen warum, haben eventuell auch als Krankenschwester gearbeitet, sagen, nö, Grippeimpfung nicht und Corona-Impfung auch nicht. Bitteschön, wenn ihr das machen lassen wollt, macht es freiwillig, aber nicht unter Zwang. Okay.